Hallo, ich bin der Udo, ich bin da beim Bromberg Betriebsleiter Anschlussbahn, Betriebsaufseher im Steinbruch. Ich bin ein Ideenverwirklicher, jetzt zeige ich meinen Alltag. Am 1. April 2004 habe ich im Steinbruch angefangen. Das Ganze war eigentlich ein April-Scherz. Ich habe davor eigentlich zwischen Lager und Kaffeemaschinen-Monteur alles schon probiert. Ganz witzig war bei uns im Steinbruch das Einstellungsgespräch natürlich. Dann ist die Frage gekommen, was kannst du am besten? Das habe ich nachher geantwortet, ja, gehen wir am Vorschlaghammer, alles kaputt machen. Die Frage war, wann kannst du anfangen? Dann habe ich mir zuerst gedacht, was stimmt in der Firma nicht. Aber es ist dann gleich mal klar geworden, warum die Frage kommt. Ich habe dann recht schnell auf den großen Brecher dürfen. Und da muss man schon mit sehr schwerem Gerät schaffen. Also der Vorschlaghammer war da keine Seltenheit. Was der Riesenvorteil nachher war, ich habe mich jedes Jahr für Jahr aufschaffen können, bis ich halt die Position jetzt erreicht habe, was ich heute habe. So zuständig für den ganzen Abbau im Steinbruch, die ganze Gleisanlage, Lagerplatz Lauterach und alles, was mit der ÖBB zu tun hat, geht eigentlich über meinen Tisch. Ja, wir im Steinbruch als Team haben wir eigentlich immer das Gefühl, dass alle für den Steinbruch brennen oder halt mehr oder weniger nicht nur als Team, sondern wirklich für das Gestein, für die Geschichte dahinter. Mein Sohn hat einmal ganz lieb zu mir gesagt, Papa, du musst eigentlich gar nicht schaffen, du schaffst im großen Sandkasten. Haben alle sehr herzlich darüber lachen dürfen. Ja, ganz so einfach, wie man, was ist es denn doch nicht. Wir müssen schon hart schaffen, dass wir das auch erreichen, aber wir haben alle immer sehr viel Spaß dabei. Zum bisschen der Ausgleich finden, ist mein Hobby Aquaristik. Das ist ein kleines Wasser, Unterwasserwelt, ist sehr beruhigend. Haben da haben wir einen Teich, Aquarium, Salz und Süßwasser. Ja, somit finde ich eigentlich den Ausgleich zum harten Steinbruchalltag. Ich kann Firma Romberg eigentlich nur empfehlen, da der Chef Mitarbeiter nicht als Nummer sieht, sondern wirklich noch als Mensch, trotz der gewissen Größe, die man schon hat. Wir haben beim Romberg immer einen sicheren Arbeitsplatz und werden immer einen sicheren Arbeitsplatz haben. So, ich hoffe, ich habe euch ein kleine Eindrücke über den Steinbruchalltag machen können, über mein Aufgabengebiet. Vielleicht sieht man sich einmal. Danke, ich muss jetzt weiter schaffen.